Fettes Schwert. Ich hätte lieber so eine Axt. Ja, cool, ich sag's noch und da liegt schon eine. Die Axt finde ich stylischer. Ah, und Stab wird's auch geben. Ne, ich behalte jetzt mal die Axt. Ja toll, das habe ich sehr voll Sinn gemacht, wie das vor. Oh ja, stimmt, ich erinnere mich, da war das Bild immer so dunkel. Also das gehört so zum Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Nicht erschrecken. Und da ist er wieder. Der Mann mit dem Ofen. Wie aus dem Nichts und wir rennen erstmal wieder davon. Ah, der geht nicht. Tja, und wieder ins Wasser. Das hält ihn auf, tötet ihn aber nicht. Vampir hin oder her, er hat eine Immunität gegen Wasser, wie es aussieht. Den müssen wir anders klein kriegen. So. 85% Leute, jetzt haben wir ihn gleich. Geht's dann in großen Schritten zum Endkampf. Oh ja, jetzt sind wir hier so. Das kennen wir ja aus ganz vielen Spielen. Wo man dann so einen Weg entlang gehen muss. Gab's auch bei Bloodborne 1. Mit brennenden Kreuzen. Also bei sowas, da freut sich der Level-Designer, wenn er sich mal austoben darf. Aha, okay. Und der Vampir ist uns immer noch dichter auf den Fersen. Toll. Nicht gut. Bevor das hier ins Feuer absinkt, will ich schauen, dass ich hier wegkomme. Noch ein Speicherpunkt. So, ich glaube, jetzt geht's in den Endkampf, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 90%. Jetzt geht's in den Endkampf, Freunde. Steinstatuen der Wächter. Und ich kann mich noch so halbwegs an den Endkampf erinnern. Die Statuen sind wichtig. So viele Feinde aus Stein und Fleisch. Ich bewege keinen Finger. Allein mein Wille wird dich vernichten. So. Ja, genau. Den müssen wir jetzt von diesem Podest runterstoßen mit der Tele... mit der Telekinese. Ich werde aus deinen Eingeweiden wasern. Und wir müssen aber aufpassen. Sei froh, dass ich dich nur einäschere. Dieses Rote, was er da macht, das ist so ein Mega-Angriff. Damit will er uns quasi einäschern. Und wenn er das schafft, sind wir sofort tot. Das heißt, wir müssen uns immer hier hinten verstecken. Hinter diesen Statuen. Dass ich dich nur einäsche. Da kriegt er uns nämlich nicht. Also stört er nur die Statuen, aber nicht uns. Und wir können danach in den Gegenangriff übergehen. Und den vom Podest stoßen. Sei froh, dass ich dich nur einäsche. Ja, wir sehen schon, wie wir rauchen. Es raucht manchmal. Immer hinter diese Teile gehen, dann ist es eigentlich auch nicht schwer. Aber das muss man halt wissen. Also ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich das rausgefunden habe, was da der Trick ist.
hasse Wasser. Und da haut er ab. Ja, und wir ganz lässig hinterher. Ja, also wie gesagt, das war jetzt an und für sich nicht schwer, aber man muss es halt einfach wissen. So, und hier war es irgendwas mit diesen... was muss ich mit den Dingern hier machen? Auch Telekinese. Genau, ich glaube schon. Irgendwas kann ich mit diesen Dingern hier machen. Die müssen umfallen, diese Statuen irgendwie. Also der ist an und für sich nicht so schwer, wenn man weiß, was man tun muss. Ich kann ihn so nicht vernichten, sondern eben nur mit einem Trick beikommen. Geister haben hier was. Autsch, das zieht richtig rein. Also ich kann ihn zwar schlagen, aber es stört ihn halt nicht. Das hat jetzt gerade richtig reingezogen, dieser andere. Fuck, was muss ich denn jetzt hier schnell wieder machen? Da dagegen springen vielleicht? Kann auch sein. Also nochmal ihn wegstoßen ist, glaube ich, nicht die Lösung. Kann sein, dass ich da dagegen springen muss. Na, irgendwie muss ich diese Dinge hier wegkriegen. Oder ihn dagegen rennen lassen? Ah Mann, wie ging das jetzt? Irgendwas war mit dem. Reite dich auf dein Ende vor. Ja. Ja, ja, genau. Genau so. Er muss dagegen rennen. Und dann taucht er. Wo? Wer? Die Geister haben mir befohlen, bin nicht möglich. Und dann setzt er hier die Schalter frei. Einfach nur möglichst nah da dran stehen. Ja, komm. Das quasi jetzt viermal. Komm her. Attackier mich. Nah genug dran. Mist. Das kann jetzt ein bisschen Geduldsspiel werden. Die Geister haben mir befohlen. Weil ich ihn jetzt wirklich da genau drauf rennen lassen muss. Das muss ich mir einfach vorstellen. Die Geister haben mir befohlen. Nicht ja, möglich. Genau. An und für sich auch nur eine Timing-Frage. Ist ja wieder da drüben. Ja. Oh, der ist fast zu langsam gewesen. Und einmal noch das Ganze. Mit der hier. Also da bin ich jetzt auch echt froh, dass ich mich da noch so... Ach, scheiße. Daran erinnern kann vom letzten Mal durchspielen, auch wenn das schon ein paar Jahre her ist. Also an dem hatte ich damals echt ganz schön zu knabbern. Nicht weil er so schwer ist, sondern weil ich einfach nicht wusste, was ich machen muss. Weil ich meine, im direkten Kampf müssen wir dem ja hier eh nicht begegnen. Hey, 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 wo willst denn du hin? So, komm mal her. Aber ich kann ihn damit auch noch ein bisschen anlocken, indem ich ihn da so umschmeiße. Sieht.
Komm doch mal her. Die Geister haben mir befohlen. Ja. Und noch einen aktivieren. Und nun setzt sich wie von Geisterhand diese zerbrochene Statue zusammen. Und ihr werdet nicht glauben. Ist das wie eine seltsame Magie? Ihr werdet nicht glauben, wer darauf abgebildet ist. Er ist es, ein Klassiker für alle Veteranen von Legacy of Kain. Diejenigen von euch, die anderen Teile nicht kennen, werden es nicht verstehen. Für die ist es auch nicht wichtig. Aber jeder, der wo Soul Reaver Spiele kennt und Blood Omen 1 kennt, der wird genau wissen, wer hier auf dieser Statue abgebildet ist. Hier, ich zeige ihn euch nochmal. Ein guter Mann mit M, der hier seinen kleinen Gastauftritt hat. So, und jetzt muss ich noch ein letztes Mal den hier ein bisschen ärgern. Ihn hierher locken. Und dann nochmal hier zurücklocken, dass er hier gegen die Statue rennt. Beziehungsweise er muss hier gegen den Stab rennen, der die Statue stützt. Und wenn er den hier umrennt, wird die Statue... Naja, ihr werdet sehen. Genau. Oh ne, das war's noch gar nicht. Jetzt muss er nochmal gegen die Statue selbst rennen, dass die noch ins Wanken kommt. Der Statue war quasi... hat es die Statue gestützt. Nun, wo der Stab weg ist, reicht ein kleiner Schubser, um sie zu Fall zu bringen und den Vampir unter sich zu begraben. So, komm her. Und das war's. Ja. Den hätten wir. Der Nebel lichtet sich. Herr, wartet! Ist das wieder irgendein Trick? Kein Trick, Herr. Ich bin wieder euer treuer Diener, euer erster Krieger. Elender Wurm. Ich habe keinen... Magnus? Ist das möglich? Ich bin es, Herr. Wie ist das möglich? Hier, an diesem verfluchten Ort. Mein bester Krieger. Wie viele Sarafanen hat er getötet? Gemeinsam waren wir unbesiegbar. Magnus, der Verräter. Ist das dein Lohn, dass du mich Lord Sarafan ausgeliefert hast? Herr, ich habe euch nicht... Du hast das Lager verlassen, um dich meinen Feinden anzuschließen, wie all die anderen. Herr, nein. Ich wollte euch nur dienen. In meinem Stolz dachte ich, ich könnte den Krieg mit einer einzigen Tat beenden. Ich wollte Lord Sarafan töten. Allein. Ich war euer erster Ritter. Du bist nie zurückgekehrt. Weil ich versagt habe. Ich wollte ihn töten. Noch heute erinnere ich mich daran, wie er mich besiegte. Ich lag hilflos vor ihm. Dann raubte er mir mit seiner dunklen Magie den Verstand und brachte mich an diesen verfluchten Ort. Aber was ist mit euch, Herr? Ich dachte, ihr wärt tot. Nicht so tot, wie einige meiner Feinde gehofft hatten. Wie du siehst, bin ich zurückgekehrt. Magnus, mein Freund, du hast lange genug gelitten. Es erfüllt mich mit Stolz, dir den Tod zu schenken. Herr, ich danke euch. Geh, mein Freund. Du bist frei. So frei, wie wir übrigen, ob lebend oder tot, nie sein können.